In meinem Vortrag jetzt heute Vormittag werde ich mich tatsächlich darauf konzentrieren, Beispiele zu zeigen, was tatsächlich heute den Athleten schon angeboten werden kann. Professor Krüger hatte ja schon das Rackman-Projekt erwähnt. Da sind ja in der zweiten Projektphase schon einige Individualisierungsansätze tatsächlich bis in Transferprojekte und bis in die Anwendungsbeobachtung gebracht worden. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass die speziellen Rahmenbedingungen für die Individualisierung und auch für die Forschung insgesamt im Spitzensport bei der Entwicklung unseres Projekts Luisa, das letzten Endes dann eben den Zuschlag nicht gekriegt hat, eine ganz große Rolle gespielt haben. Und dazu gehört insbesondere auch die insgesamt immer kleine Fallzahl im Spitzensport. Quasi per Definition gibt es eben nicht viele Spitzenathleten. Und das schafft eben besondere Voraussetzungen, gerade für Ansätze aus der Genomik zum Beispiel. Da gehe ich aber später eben noch mal drauf ein. Zunächst zur Definition. Welche Sichtweise auf Individualisierung hatten wir dem Projekt zugrunde gelegt? Und letzten Endes ist das eine Sicht auf Individualisierung, die angelehnt ist an die personalisierte Medizin. Da gibt es ja auch viele methodische Vorarbeiten. Die Anpassung von Maßnahmen an die Einzelperson mit dem Ziel einer Optimierung über das hinaus, was eben mit einer optimalen, mit einer bestmöglichen, standardisierten Best Practice möglich ist. Es gibt natürlich andere Perspektiven auf Individualisierung und Personalisierung, die letzten Endes für die Athletenbetreuung auch sehr wichtig sind. Die menschliche Interaktion, aber auch organisatorische Voraussetzungen, organisatorische Verfasstheiten, das ist aber jetzt hier nicht unsere Perspektive. Und ich möchte einsteigen, tatsächlich, wie schon erwähnt, mit zwei Beispielen aus dem Regenerationsmanagement, die, glaube ich, ganz gut deutlich machen, was erprobte Ansätze, quasi out of the box aktuell verfügbare Ansätze sind, die eben im Spitzensport umsetzbar sind, auch transferierbar auf andere Anwendungsfälle. Ich komme aber natürlich auch auf alternative Möglichkeiten und aktuelle Forschungslinien zu sprechen. Regenerationsmanagement, das brauche ich, denke ich, hier niemand sagen, gliedert sich in ein Monitoring des Regenerationsbedarfs auf der einen Seite, also die diagnostische Perspektive, und Regenerationsmaßnahmen, die Kaltwassertonne zum Beispiel, auf der anderen. Und da ist die erste Frage, die man da eigentlich sehr gut erkennt: Warum brauchen wir denn Individualisierung überhaupt? Und Individualisierung brauchen wir, weil wir sowohl bei allen bekannten Markern des Regenerationsbedarfs oder der trainingsbedingten Ermüdung als auch bei der Response, bei der Wirksamkeit von Regenerationsmaßnahmen eben eine große Variabilität sehen. Hier, Moment, sehen wir aus einer Arbeit, auch aus unserer Arbeitsgruppe, Ermüdungsmarker bei der Fußballnationalmannschaft, bei internationalen Turnieren und hier aus der Meta-Analyse von Poppendiek die Response auf Kaltwasserimmersion. Jetzt zum Beispiel fangen wir mit der Diagnostik an. Was ist da das Problem? Hier aus einer Studie mit zur Parameterfindung mit simulierten Trainingslagern, Ermüdungsmarker, was im erholten Zustand, im ermüdeten Zustand nach diesem simulierten Trainingslager und dann wieder nach einer dreitägigen Erholung. Und das war quasi der Testsieger für den Ausdauersport in dieser Studie, das IGF-1. Und man würde ja eigentlich mit diesen Konfidenzintervallen sagen, ein super guter Marker. Wenn man sich jetzt aber die individuellen Verläufe anguckt, dann sieht man, glaube ich, problemlos dieses Fragezeichen mit dem Dreieck, das markiert die 240 Nanogramm pro Milliliter. Wenn ich diesen Wert bei einem Athleten sehe,
kann ich ihn überhaupt nicht interpretieren. Ja. Der wäre sehr tief für den hier oben, also extremst ermüdet und nie erreicht, erholt für die Athleten da unten. Einfach weil das individuelle Niveau ganz unterschiedlich ist. Und jetzt wäre es natürlich sinnvoll, dieses individuelle Niveau auch tatsächlich abzubilden und die Referenzbereiche, quasi den Beurteilungsstandard, zu individualisieren. Und das haben wir dann auch tatsächlich entwickelt, eine Möglichkeit, das zu tun, auf Basis bayesianischer Statistik. Das heißt, wir gehen ähnlich wie beim biologischen Athletenpass auch hier vorne von dem gruppenbasierten Referenzbereich aus und individualisieren den eben mit jeder neuen Messung im einzelnen Athleten. Warum machen wir das so kompliziert? Warum machen wir nicht einfach den individuellen Mittelwert und die Standardabweichung oder mal den Faktor X? Einfach aus dem Grund, weil es eben Blutentnahmen sind und wie wir ja gerade schon gehört haben, das muss man jedes Mal den Athleten gut begründen, wenn man ihn irgendwo reinpieksen will. Und da bietet uns einfach diese Verknüpfung von Vorwissen, ja, das ist hier auch schon ein Referenzbereich, der eben aus Routinedaten in Athleten gewonnen wurde, mit relativ wenigen Messungen am individuellen Athleten, also wir versuchen, die so wenig wie möglich zu stören, eben die Möglichkeit, zu individuellen Referenzbereichen zu kommen. Und da konnten wir inzwischen in einigen Arbeiten zeigen, dass das in unterschiedlichen Sportarten eine deutlich bessere Beurteilung zulässt als der bestmögliche, aus denselben Daten abgeleitete, standardisierte Referenzwert. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, man muss dann diese individualisierte Beurteilung letzten Endes auch wieder in eine Form bringen, die den Trainern oder den Athleten selbst, je nachdem, auch zugänglich ist. Diese Korridore, die sich da ergeben aus dieser bayesianischen Methode, die man vielleicht aus dem Athletenpass auch ähnlich kennt, bieten zwar eine relativ gute intuitive Plausibilitätskontrolle, aber sie sind eben keine quantitative Einschätzung. Ja, wir haben dann den grünen Korridor für die erholten Werte, wir haben den roten Korridor für die ermüdeten. Aber was ist jetzt genau los mit dem Athleten? Und da kann man dann eben über statistische Methoden das letzten Endes so transformieren, dass man tatsächlich einen Wert kriegt, zwischen 0 und 1 zum Beispiel, der für jeden Athleten das Gleiche bedeutet und den dann auf so einem Dashboard hier jetzt eben die Skala für einen Athleten abbildet. Soweit zu den Blutmarkern, an denen ist das Verfahren ursprünglich entwickelt worden. Das genau gleiche Prinzip sehen wir aber auch bei den Fragebögen. Das hier sind Antworten aus dem KEB, aus einer Trainingsgruppe Bundeskaderniveau in Saarbrücken. Skala von 0 bis 6 und ich denke, das hier sind die individuellen, also quasi die Nummern sind einzelne Athleten. Man sieht, die Skala wird unterschiedlich genutzt und wenn jetzt diese beiden Athleten, die ich markiert habe, beide eine 3 angeben, dann ist das ähnlich wie bei den 240 Nanogramm pro Milliliter oben. Wir wissen nicht so genau. Und das sind jetzt tatsächlich Verfahren aus dem Feature Engineering des maschinellen Lernens. Wir können das dann eben so transformieren auf eine Skala, dass tatsächlich ein bestimmter Wert, in diesem Fall eben zwischen minus 1 und 1, für jeden Athleten das Gleiche bedeutet. Ganz analog sehen wir das und auch das ist aus dieser Arbeit zum maschinellen Lernen beim Training Load, in dem Fall nach der Session-RPE-Methode. Wir sehen selbst in einer homogenen Gruppe ganz unterschiedliche, hier 7 Tage Mittelwerte für den Session-RPE. Und wenn wir das dann eben entsprechend transformieren, diese Arbeit übernimmt quasi die Maschine für uns,
kommen wir eben wieder zu einer Skala, die wir ganz einfach zum Beispiel beim Trüberkuchen morgens über das Dashboard für jeden einzelnen Athleten gleich interpretieren können. Und diese Werte projizieren sich dann auch eben entsprechend auf diese visuelle Darstellung, die wir dann eben den Trainern zur Verfügung stellen können. Und der entscheidende Punkt, und das ist eben dann auch die Zuarbeit, die Arbeitserleichterung, die wir zur Verfügung stellen können. Wir haben diese visuelle Darstellung. Und hier ist es jetzt eben so, bei der individualisierten Interpretation, dass tatsächlich ein bestimmter Wert für jeden Athleten das Gleiche bedeutet. Und das macht es einfach deutlich leichter, jeden Morgen den Regenerationsbedarf zu beurteilen. Beispiel Nummer 2. Jetzt waren wir bei der Diagnostik und kommen jetzt zur Intervention. Und hier als Beispiel die individuelle Response auf die Eistonne, auf die Kaltwasserimmersion. Hier tatsächlich eine Studie, die wir im Fußball durchgeführt haben, im Profifußball. Und zunächst die ganz normale, gruppenbasierte Mittelwertsperspektive. Ich weiß nicht, ob man es von hinten lesen kann. Man sieht hier die Veränderung in der Sprintleistung im 30 Meter Linearsprint, die ersten 5 Meter hier, also der Antritt, über diese Ermüdungsintervention mit Kontrolle. Es sind Zeiten, also nach oben ist schlecht und hier unter der Kaltwasserbedingung. Also die Eistonne ist im Mittel wirksam mit einem signifikanten P-Wert. Aber ganz ähnlich wie vorhin bei dem IGF-1, wenn man sich dann das tatsächlich in die einzelnen Athleten aufsplittet, so geht's. Dann sieht das schon ganz anders aus. Wenn wir uns hier den Athleten oder den Spieler 1 angucken, dann sehen wir, das ist quasi ein High Responder auf die Eistonne. Ja, also hier diese Punkte, das ist die Veränderung mit der Kontrollbedingung und hier mit der Eistonne. Und wir sehen einen großen Kontrast einerseits zwischen den Bedingungen, aber eine sehr gute Reproduzierbarkeit innerhalb einer Bedingung. Was jetzt auch schon auffällt, ist, warum können wir das überhaupt beurteilen, wie gut es denn reproduzierbar ist für eine Bedingung? Das ist natürlich ganz wichtig, ne? Sonst könnte ja so ein Kontrast auch mal einfach bei einem normalen Crossover Zufall sein. Deshalb sollte man, wenn man tatsächlich solche individuellen Responses beurteilt, immer eine Wiederholung auf Ebene der Einzelperson einbauen, um eben das weitestmöglich auszuschließen. Und deshalb ist das eben als wiederholtes Crossover gelaufen. Das heißt, jeder Spieler hat zweimal die Kontrollbedingung bekommen nach der ermüdenden Trainingsintervention und zweimal die Eistonne. Natürlich nicht in dieser fixen Reihenfolge. Man sieht hier auch, dieser Kontrast ist nicht bei allen Spielern gleich groß. Also dem hier würde man sicherlich empfehlen, die Eistonne zu benutzen. Bei dem hier, naja. Und wir haben auch einen Non- oder Adverse-Responder. Da kann man sich jetzt streiten, bei dem tatsächlich die Veränderungen für die Kaltwasserbedingung schlechter sind. Das ist eine große interindividuelle Streuung in der Response. Und das kann man sich jetzt auch wieder in quantitative Indikatoren gießen. Und was wir hier unten sehen, sind die entsprechenden Schätzintervalle. Also was bringt oder schadet dem einzelnen Spieler tatsächlich die Anwendung der Eistonne? Und zwar mit zwei unterschiedlichen Methoden. Zum einen wieder mit dieser Methode der bayesianischen Statistik, wo wir quasi als Vorerwartung schon reingeben,
die Erkenntnisse in dem Fall aus der Meta-Analyse von Poppendiek, also quasi die Erwartung für die Wirkung der Eistonne, mit der wir am Anfang auch zum Trainer gegangen sind und gesagt haben, wir würden das gern an deinen Spielern ausprobieren. Das sind diese relativ schmalen, durchgezogenen Intervalle. Relativ schmal bedeutet natürlich wieder eine relativ große Sicherheit. Und zum anderen hier diese sehr weiten Intervalle, ganz normale frequentistische Konfidenzintervalle aus einem linearen Modell. Und wieder ganz analog zu den Blutindikatoren beim Monitoring. Wir haben einfach wenige individuelle Messwerte, das ist sehr aufwendig. Und wenige Messwerte bedeutet einfach viel Unsicherheit. Und viel Unsicherheit ist eben ausgedrückt als ein breites Intervall. Und dieses Intervall überschreitet eben für alle bis auf einen Spieler tatsächlich die Nulllinie. Also eigentlich wissen wir es nicht. Wir können keine klare Aussage treffen, obwohl wir dieses aufwendige und für die Beurteilung der individuellen Response spezialisierte Design gewählt haben. Also eigentlich könnte man sagen, Individualisierung ist so ein bisschen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir nehmen uns diese Perspektive der Wissenschaft, ja, der gruppenbasierten Forschung, diesen Fokus auf generalisierbaren Erkenntnisgewinn, deren Ergebnisse eben nicht individuell sind, dafür aber basierend auf einer relativ großen Anzahl von Beobachtungen. Und die feintunen wir dann, die nehmen wir schon mal als Ausgangspunkt und feintunen die, passen die tatsächlich an, um sie eben tauglich zu machen für die optimierte Entscheidung im Einzelfall, tatsächlich für die Nutzung der Leistungsreserve dieser letzten paar Prozent an Genauigkeit und an Leistungsentwicklung. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, die Fallzahl, die Anzahl der Beobachtungen, das ist immer wichtig und gerade im Leistungs- und Spitzensport ist ja selbst für die gruppenbasierte Forschung eben die Anzahl der Teilnehmer in den Studien begrenzt. Die Individualisierung ist dann letzten Endes der Extremfall davon. Da haben wir nur noch einen Teilnehmer, von dem wir Daten erheben können. Und aus diesem Grund spielt eben die strukturierte Nutzung von Vorwissen zum Beispiel, aber nicht notwendigerweise im Rahmen von bayesianischer Statistik so eine große Rolle. Ja, wir haben einfach dieses Vorwissen, diese Erwartungshaltung quasi an das, was wir als plausibles Ergebnis dieser Studie erwarten und machen dann ein Updating, ein Feintuning mit einem unter Umständen eben sehr kleinen Datensatz, um dann quasi dieses Wissen integriert zu haben und eben eine spezifizierte Post-Trial, also nach der Studie, Wissensstand zu haben. Und das ist ja eigentlich das, was wir für die Entscheidungsfindung für den einzelnen Athleten wollen. Da geht es uns ja nicht um generalisierbaren Erkenntnisgewinn, sondern da geht es darum, dass das tatsächlich auf diesen einen speziellen Athleten, den individuellen Athleten eben zutrifft. Und was mir auch ganz wichtig ist, diese Pre-Trial Knowledge, dieser Prior, der muss nicht unbedingt aus einer Meta-Analyse kommen, der muss nicht aus der Wissenschaft kommen, sondern da wir ja so kleine Fallzahlen haben im Spitzensport insgesamt, aber bei der Individualisierung als Extremfall, müssen wir uns quasi alle sonstigen Wissensquellen erschließen, an die wir rankommen können, alle validen natürlich. Und eine davon ist eben gerade im Sport auch das Erfahrungs- und Praxiswissen. Und natürlich sind wir Zuarbeiter letzten Endes für die Trainer, die die Entscheidungen treffen müssen. Wir können uns aber andererseits auch das Trainerwissen tatsächlich die praktische Anschauung zunutze machen und können auch das hier in diesen Prior einfließen lassen. Das heißt, es ist ein Kreislauf sozusagen.
Muss natürlich immer im Einzelfall geschaut werden, wie ist die Erwartungshaltung, wie sind die Gründe dafür, kann das argumentativ auch untermauert werden. Aber das ist einfach eine Quelle, die wir nicht unangezapft lassen sollten. Also diese bayesianische Statistik als ein Hub, als ein Verknüpfungspunkt für die Nutzung von Erfahrungs- und Praxiswissen. Andere hatten mich gerade schon erwähnt, zum Beispiel auch das Feature Engineering beim maschinellen Lernen. Auch das ist ein Verknüpfungspunkt, wo wir Erfahrungs- und Praxiswissen in diesen strukturierten Individualisierungsprozess einbinden und nutzen können. Es gibt noch weitere, die können wir gern, wenn da Interesse besteht, heute Mittag dann im Forum noch diskutieren. Und dabei sind wir eigentlich mit dem Instrumentarium auch schon fast durch. Das Instrumentarium der Individualisierung aus methodisch-statistischer Perspektive, das ist eigentlich gar nicht so groß. Wir haben zum einen die Subgruppenbildung, also dass wir sagen, na ja, gut, so, wenn wir es ganz global sehen, können wir vielleicht keine sichere Aussage treffen, aber wenn wir jetzt nur die weiblichen Athleten zwischen 20 und 30 in einer bestimmten Disziplin nehmen, dann geht das wieder. Na, das entspricht dem Prinzip der stratifizierten Medizin oder der Typisierung von Athleten. Dann haben wir das Bayesian Updating, das hatte ich gerade schon erläutert. Aus meiner Sicht ein wirklich sehr vielversprechendes und sehr bedeutsames Instrument, speziell eben unter den Voraussetzungen im Leistungs- und Spitzensport. Die Wiederholung auf Ebene der Einzelperson. Wiederholung ist einfach der Kern zu einer Unterscheidung oder das wesentliche Instrument zur Unterscheidung von zufälliger Streuung und tatsächlicher Eigenschaft von Personen, bis hin zu den Single Subject Designs oder auch Training as Testing, wo man relativ gut und wieder ohne Störung des Athleten eben an zahlreiche intraindividuelle Daten kommt. Auch das wird heute Mittag im Forum nochmal genauer erläutert. Diese beiden Instrumente kann man auch sehr gut kombinieren und in ganz unterschiedlichem Kontext, Diagnostik bzw. Intervention, sind die ja auch die Grundlage von den zwei Beispielen, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe. Ein drittes wesentliches Instrument ist die prädiktive Modellierung. In der Regel dann hochdimensional, also ich gucke mir ganz viele informative Merkmale an und versuche dann durch eine Modellbildung, durch Verfahren des maschinellen Lernens zum Beispiel Vorhersagen zu treffen beziehungsweise Entscheidungen zu unterstützen. Das ist etwas, was in der personalisierten Medizin relativ viel angewendet wurde, teilweise auch erfolgreich. Aber wie schon gesagt, hier im Sport, Leistungs- und Spitzensport, ist es eben so, dass wir nicht nur bei der Individualisierung nur eine Person haben, sondern wir haben auch nur eine sehr limitierte Anzahl von Fällen, von Personen, an denen das Modell lernen kann, bevor wir es dann auf die einzelne Person anwenden. Und das ist ein Flaschenhals, der nur schwer zu überwinden ist. Und letzten Endes ist der dann zu überwinden, wenn wir nicht hypothesenneutral eine große Anzahl von Merkmalen einfach dem Algorithmus zum Fraß vorwerfen, sondern wenn wir schon Hypothesen geleitet auf Basis von Fachwissen, von Vorstudien, vielleicht auch aufgrund von Erfahrungswissen, wenige dominante Merkmale identifizieren können. Na, je mehr Merkmale ich habe, desto mehr Fälle brauche ich auch. Und dann haben wir tatsächlich auch eine Chance, ein reproduzierbar und prädiktiv leistungsfähiges Modell aus dem Bereich des maschinellen Lernens tatsächlich für den Sport nutzbar zu machen. Da habe ich auch ein Beispiel, wie das gehen kann. Hier eine Arbeit zur Prädiktion des Verletzungsrisikos im Fußball. Ich denke, das dürfte in wenigen Wochen mit dem statistischen Code auch publiziert sein. Und hier ist es eben so, dass wir ein ganz explizites kausales Modell zugrunde gelegt haben.
Wir haben einen Schritt, haben uns von vornherein a priori für eine kleine Anzahl von Merkmalen entschieden. Das nochmal geschärft durch die Vorschaltung eben von einem Feature Engineering und können dann auch im Testset, also auch bei Spielern, die nicht in das Training dieses Machine Learning Modells involviert waren, eine, ich würde sagen, praxistaugliche Aussagekraft tatsächlich erzielen. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht ist das tatsächlich ein Verfahren, das aufgrund der speziellen Gegebenheiten im Spitzensport vermutlich speziellen Anwendungsfällen vorbehalten bleiben wird, wo man eben diese Voraussetzungen schaffen kann. Obwohl es natürlich attraktiv ist, na, die Wiederholung auf Ebene einer Einzelperson ist etwas, wo wir für jeden neuen Athleten, auf den wir das anwenden, wieder den Aufwand treiben müssen. Für den Athleten, aber für uns auch. Während so ein prädiktives Modell, na, in der Theorie entwickle ich es einmal und kann das dann einfach auf jeden Athleten anwenden. Aber der Teufel steckt da einfach im Detail. Ein Gedanke, der, denke ich, auch wert ist, dass man ihn explizit macht, ist, wann lohnt denn, in welchen Anwendungsfällen lohnt die Erschließung dieser Leistungsreserve Individualisierung? Und das ist so ein bisschen wie bei einem Ölfeld. Ja, also zum einen ist da der Bedarf, die Leistungsfähigkeit standardisierter Best Practice, also was kann die, wie groß sind die Effektstärken, wie groß ist die interindividuelle Streuung in Relation zum Optimierungsdruck. Und der ist natürlich wirklich an der absoluten Spitze ganz anders als vielleicht auf Landeskaderniveau. Also die Frage, die man sich stellen sollte, ist einfach, ist denn die realistisch erreichbare Verbesserung tatsächlich auch relevant? Ist es die Mühe wert? Oder können wir eigentlich an diesem Punkt ganz gut mit der standardisierten Best Practice leben und die Ressourcen für die Individualisierung eher an einem anderen Punkt einsetzen? Die zweite Frage betrifft eben die Voraussetzungen und das hatte ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Sind klare Subgruppen erkennbar? Sind dominante Merkmale erkennbar? Habe ich ein kausales Konzept, wenn ich in Richtung Machine Learning denke? Wie groß ist denn die interindividuelle Streuung und wie stabil ist das Merkmal innerhalb einer Person, wenn ich eher in die Richtung denke, individualisierte Referenzbereiche, bayesianische Statistik? Kann ich Mehrfachmessungen machen, ohne den Athleten übermäßig zu belasten? Und so weiter. Also, was ist denn tatsächlich möglich? Und dann, und das ist, glaube ich, auch etwas, was man berücksichtigen sollte, wie sieht es denn mit der Transferfähigkeit aus? Wenn meine Entwicklung, die ich nach Punkt 1 und 2 gerne unternehmen würde, erfolgreich ist, ist das denn ein Verfahren, das tatsächlich die Chance hat, sich dauerhaft in der Sportpraxis zu etablieren? Oder ist das so teuer, aufwendig oder sonst wie einfach dafür nicht geeignet? Dann kann es immer noch im Rahmen einer Grundlagenforschung interessant sein. Aber dann sollte ich auch tatsächlich den Praxispartnern gegenüber von vornherein so ehrlich sein, zu sagen, naja gut, das wird wahrscheinlich nicht euch in künftigen Trainingslagern im Ausland zur Verfügung stehen. Und das ist so das Konzept letzten Endes, dass das Kondensat, das wir dann unserem Antrag zugrunde gelegt hatten. Wir brauchen tatsächlich ein Rahmenmodell aus dem Big Six. Da ist natürlich ganz viel Leistungsphysiologie drin, aber da ist natürlich auch die psychologische und die sozialwissenschaftliche Perspektive drin. Und dieses Rahmenmodell spezifizieren wir dann für die einzelnen Sportarten. Auch hier wieder diese Idee vom Allgemeinen zum Speziellen, aber nicht in einem großen Sprung, sondern in mehreren Schritten, die man kontrolliert tun kann, wo einfach die Bedeutung der unterschiedlichen Elemente des Rahmenmodells unterschiedlich ist. Und dann kann man eigentlich sagen, gibt es wirklich eine strukturierte Herangehensweise an die Nutzung dieser Leistungsreserve Individualisierung,
Wenn die standardisierte Best Practice eigentlich ausreicht, wenn ich zum Beispiel eine Intervention habe mit einer großen Effektstärke, wo ich auch bei jedem Einzelathleten, ohne speziell zu gucken, sagen kann, die wird für dich auch wirken, dann kann ich sagen, okay, das ist eine Grundregel. Hier brauchen wir eigentlich keine Individualisierung. Wenn große Effekte zumindest in Subgruppen identifizierbar sind, dann wäre das dieser Weg der Stratifizierung. Kann ich wenige dominante Faktoren zumindest in diesem Anwendungsfall identifizieren, dann wäre das tatsächlich ein Fall für eine prädiktive Modellierung von Machine Learning. Und wenn die Unsicherheit immer noch zu groß ist, aber es einfach lohnend erscheint, die Leistungsreserve an diesem Punkt zu nutzen, dann ist das wirklich ein Fall für Single Subject Designs, also Wiederholung auf Ebene der Einzelperson plus in vielen Fällen eben günstigerweise ergänzt um die Nutzung von Vorwissen im Rahmen zum Beispiel bayesianischer Verfahren. Und hier, das ist schon meine letzte Folie, da zeige ich nochmal diese zwei bewährten Modelle, die tatsächlich durch die Anwendungsbeobachtung im Spitzensport schon gegangen sind und tatsächlich verwendet werden und quasi out of the box zur Verfügung stehen. Und das ist mir jetzt aber eben ganz wichtig, es sind Beispiele, die angewendet worden sind im Regenerationsmanagement, weil einfach Saarbrücken in das RegMan-Projekt eingebunden war, die aber natürlich auf andere Felder der Diagnostik und auf andere Felder der Intervention übertragbar sind. Also zum Beispiel hatten wir hier bei der individuellen Response im Antrag auch eine Intervention aus dem Gebiet der Sportpsychologie zu Choking Under Pressure. Nur so als Beispiel. Also das geht auch auf ganz anderen Anwendungsfeldern. Ich freue mich auf Ihre Fragen jetzt oder heute Mittag im Forum.